Mein Name ist Jennifer Gimler. Ich bin Fitnesstrainerin, unter anderem auch international geprüfte Les Mills-Trainerin von Body Pump. Und der Herr Edelmann hat mich auf die Idee gebracht, dass wir vielleicht zusammen mal ein Projekt starten, Musik und Sport zu kombinieren. Und so bin ich dazugekommen. Ich freue mich total. Es ist ein super Team und es wird eine mega geile Sache. Mein Name ist Sabine Schäfer-Lörpander, ich bin aus Ingolstadt, bin Choreografin und Tanzkünstlerin, leite dort die Tanz- und Kulturwerkstatt und arbeite an unterschiedlichsten Institutionen mit Menschen jeder Altersklasse im Bereich soziales Tanztheater. Es geht bei dem Projekt um eine kleine Story in einem Fitnessstudio. Wer ist der Stärkere und wer schafft was? Also ein bisschen auch die Emotionen mit drin. Und wir haben da eben eine kleine Geschichte für das Tanztheater entwickelt. Hallo, ich bin der Christian. Ich studiere hier an der KU Politikwissenschaften mit Soziologie und gebe seit Jahren auch Sportkurse im Rahmen des Hochschulsportprogramms. Ich habe quasi die männliche Hauptrolle in unserem Projekt. Ich spiele einen Pumper im Fitnessstudio, der ja sehr viel von sich selbst hält und das die anderen Leute um ihn herum eventuell auch spüren lässt. Genau, und ich bin sehr gespannt, wie sich das am Ende dann ausgeht. Hallo, ich bin die Anna und ich studiere hier jetzt seit 2,5 Jahren Mathematik und Schulpsychologie auf Realschullehramt und bin auch seitdem schon beim Cheerleading-Team der KU dabei. Und ich habe mich dazu entschlossen, bei dem Projekt jetzt mitzumachen, weil ich einfach das Tanzen liebe und den Sport liebe und einfach auch die Musik sehr gerne mag, die A Cappella-Gruppe super finde an der KU. Und ich finde, das Projekt ist eine super Idee einfach, dass sich Musik und Sport mal wieder zusammentut und einfach was Tolles auf die Beine stellt. Hallo, ich bin die Theresa. Hi, ich bin Dunja. Und wir sind beide in der A Cappella-Gruppe. Es macht sehr, sehr viel Spaß, weil wir eine sehr intensive Arbeit mit der Musik haben, mit den Harmonien haben. Es ist nicht so wie im Chor, wo so viele Menschen die gleiche Stimme haben, sondern wir sind dann zu zweit oder zu dritt. Und bei diesem Projekt jetzt wird es auch ganz spannend mit den Sportlern. Also wir vertonen ja in unserer A Cappella-Gruppe eigentlich eine Art Szene im Fitnessstudio und das Stück, das wir dazu singen, das ist recht offen gestaltet, viel Raum für Interpretation, vor allem vom Text her, aber ich glaube, wir funktionieren da ganz gut zusammen, die zwei Fraktionen, und es wird ganz schön, es wird euch sicher gefallen. Ich bin Christina Gscheidel vom Universitätssportzentrum und ich freue mich, dass seit langem wieder ein Kooperationsprojekt zwischen Sport und Musik stattfindet. Die Idee ist so entstanden, dass ich in meiner Freizeit Kraftsport mache im Fitnessstudio. Mensch, kann man das irgendwie auch mal auf die Bühne bringen, nicht? Weil ich habe ja die A Cappella-Gruppe hier an der Uni. Wie das denn genau entstanden ist, was wir jetzt tatsächlich umsetzen, dazu habe ich natürlich noch ein bisschen Hilfe mir geholt. Und das Tolle ist einfach, dass auch die Abteilung Sport mit dabei ist und wir endlich mal was zusammen machen. Und das macht mich ganz glücklich. Das finde ich ganz toll und das belebt auch einfach unser Uni, unser Campusleben.